Brain Talk mit Dr. Martina Olesch und IFBB Elite Pro Sebastian Maschberger. Was ist das? Das haben wir noch nie gesehen. Bist du das mehr? Also jetzt bist du technisch mir schon einiges voraus. Ja. Wie hast du das gemacht? Die Frage ist nicht, wie ich es gemacht habe, die Frage ist, wie ich es wieder wegbringe. Scheiße, ich habe gedacht, was ist denn jetzt? Ich habe gedacht, haben Sie mir irgendwo vorher das Essen reingemischt? Ich habe gedacht, das kann ja nicht schon passieren ab und zu. Moment. Gut, wir sind schon live, Frau Olesch. Oh. In meiner Tagesschau. Habe ich die Ehre? Wir sind wieder da. Mittwoch ist heute. Geht es um einen erneuten Mahlzeitenplan. Und zwar ist es, kommen wir eurer Bitte noch, dass wir mal einen Mahlzeitenplan für einen schwereren oder älteren, Martina. Und einen männlichen vor allen Dingen. Also wir vereinigen alle Wünsche in einem. Genau. Ein Mann soll sein, er sollte älter sein. Also bei Bodybuildern gibt es auch kein Alt, aber er ist jetzt dann schon ein bisschen über 50, also so mein Alter, mit ganz. Und jetzt gucken wir uns den an. Genau. Sachen, die doppelt sind, werden wir nicht wiederholen. Da verweisen wir dann auf das letzte Video. Yep, also schaut euch das an. Und zwar geht es bei diesem Plan um einen langjährigen Athleten bei uns. Sein Name ist Klaus Acker Magnum, Giant Killer. Der gute Herr hat 83 Kilo, zumindest aktuell. Da schaut er aber nicht ganz so aus wie auf dem Gürtel. Momentan schauen wir, dass wir dem ein bisschen Fleisch unterbringen. Weil er hat große Ziele, oder wir haben Ziele für ihn in der nächsten Saison. Genau. Und das ist sein Mahlzeitenplan aktuell. Man muss auch. Sag nochmal dazu, Entschuldigung, wenn du mit so einem Athleten in die Offseason gehst, wie hoch darf der mit seinem Körperfett kommen? Also ist da viel hilft viel? So, ich meine, hat man ja früher immer gemacht, und so ein typischer Schwergewichtsbodybuilder, der ist auch schon oft mal ein bisschen schwerer als so 2 Kilo über Wettkampfgewicht. Aber wie sieht das hier mit unserem Klaus aus? Also Körperfettanteil. Beim Klaus ist es so, er ist ja grundsätzlich ein dritter O in der Männerklasse, er ist jetzt ja keine offene Klasse, also er muss jetzt nicht richtig, richtig schwer werden. Das heißt, das ist jetzt nicht notwendig, dass man bei dem Körperfettanteil zu hoch geht, ja, weil das muss dann letztendlich einfach wieder runter. Das heißt, tatsächlich muss ich sagen, wenn du mich jetzt fragst, welchen prozentualen Anteil, ich weiß jetzt gar nicht genau, weil wir machen einfach immer viel im Augenmaß. Natürlich macht Martina auch viel. Ja. Mit dem Kaliber zum Schluss raus, auch mit den Umfängen messen, ist einem Aufbau wichtig, aber ich sage einmal so 12, 13, maximal 14, 15%. Genau, also ich sage immer so grob, bei 15%, das ist da, wo die Bauchmuskeln dann schon so langsam nicht mehr deutlich sichtbar sind, also wenn man sie gerade noch so sieht, so mit Schieben und so, da ist ungefähr 15% und da, wenn es irgendwie geht, nicht drüber gehen. Und da liegt da drunter. Weil alles, was da drüber ist, macht nicht unbedingt Sinn. Und er muss natürlich auch wieder runter. Gut. Man muss jetzt dazu sagen, bei dem Plan müssen wir gleich voraus dazu sagen, Satz nicht erschrocken. Okay, er ist ein Wettkampfathlet. Ja, also wie besprochen haben wir es. Aber der Klaus ist grundsätzlich jemand, der mag es einfach. Also der möchte nicht Dinger, der mag kein fancy Food sein. Also der ist ja so, der trinkt am liebsten das Eiklar mit dem Volle aus dem Shaker. Ob das jetzt gut ist oder nicht, fragen wir Martina später noch. Aber der ist wirklich, er möchte so einfach wie möglich. Und? Genau, und er muss dazu sagen, er hat den großen Luxus, dass seine Frau das Essen zubereitet. Und deswegen muss auch eine genaue Vorgabe her, wie die Frau das zubereitet, damit sie nicht von Klaus dann Ärger kriegt. Ja, das wäre nämlich schnell zündig. Genau. Okay, gut. Also, wie geht's hier los? Okay. Hier geht's zum Beispiel los. Frühstück, 35 Gramm Whey-Protein, 80 Gramm Haferflocken. Und ein Vollei. Und unsere Omega-3-Kapsel ist übrigens neu erhältlich im Shop. 750 Milligramm Omega-3 pro Gramm Kapsel. Also sehr hochdosiert und in Triglyceridform. Also besser geht's nicht. Kein Vitamin E dabei. Also jetzt gucken wir mal hier. Du hast ja eben schon angesprochen, diese Kombination da. Also entweder könnte man draußen Pfannkuchen machen, aber er trinkt das pur. Haben wir früher immer gemacht, aber heute ist das ein bisschen aus der Mode gekommen. Okay. Zum einen, das Salmonellenrisiko ist doch gegeben. Und zum anderen sagt man ja immer, dass das rohe Eiklar ein Vitaminfänger ist. Würde ich jetzt nicht so überbewerten. Ich hätte eher das Salmonellenrisiko.
Vitamin H wäre da, was beim rohen Ei klar weggefangen wird. In der Mahlzeit, in der man es isst, in allen anderen natürlich nicht. Genau. Aber ihr seht schon Parallelen zu unserer Bikini-Athletin und auch in der zweiten Mahlzeit Parallelen. Wichtig ist bei einem Menschen, der über die 50 ist, dass man hier eine anabole Antwort im Muskel nicht mehr mit 25 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit erreicht, sondern da muss man schon auf 30 Gramm oder 40 Gramm hochgehen oder noch ein bisschen höher. Ja. Deswegen ist die Proteinmenge pro Mahlzeit hier deutlich höher, ist auch gewichtsabhängig ein bisschen höher, aber auch so aus dem Grund etwas höher. Dann haben wir als nächstes die Mittagsmahlzeit, 230 Gramm Hähnchen, 200 Gramm Brokkoli oder Kaisergemüse, das ist wieder der Punkt. Da haben wir Martina und ich auch schon öfters darüber diskutiert. Gut, was diskutiert, da sind wir uns beide einig. Grundsätzlich bei jemandem mit der Kalorienzahl, in der Gewichtsklasse, wo der Start, beziehungsweise im Männerbodybuilding, braucht man nicht hinschreiben, dass derjenige 225,5 Gramm Gemüse essen darf. Das sollte er einfach essen, nur hier haben wir wieder einen absoluten Sonderfall. Sein Essen wird gekocht von der Frau und die möchte bei allem, also die, für die ist am einfachsten jetzt bei allem eine Mengenangabe und der Klaus ist einfach so, der möchte es einfach exakt machen und möchte eine exakte Vorgabe. Und wenn jemand das, wenn für jemanden das einfach ist, dann machen wir das. Das haben wir ja eigentlich ganz oft bei unseren Klienten, das wundert mich immer, ich denke immer so, ah ja, da macht man so eine Vorgabe und die kriegen das schon hin, aber ganz häufig kommt dann die Frage und deswegen mache ich auch keine Pläne, weil das ist mir zu mühsam. Der Maschi macht das mit einer Hingabe, die sucht seinesgleichen. Ich muss das genau ausgerechnet kriegen und ich muss jede Mahlzeit genau vorgeplant kriegen. Ich denke immer, das kann man doch auch selber ein bisschen variieren. Nee, kann man nicht. Da muss die Uhrzeit stehen, da muss die Menge stehen, auch wenn das jetzt überhaupt vom Ziel her jetzt gar nicht zwingend nötig wäre, aber diese ganze Verantwortung soll abgegeben werden. Und deswegen, wenn jetzt sich viele wundern, warum müssen die so streng essen? Ja, das sind halt Leute, die es auf eine andere Art, clean, 20 irgendwie oder sonst wie, probiert haben, aber selber nicht klargekommen sind. Die kommen dann zum Coach. Und da soll es dann streng sein, weil anders haben sie es ja selbst nicht geschafft. Und so richten wir, wenn das jemand so braucht und wenn es jemand so funktioniert, richten wir das Ganze so aus. Und dann sechs unten auch wieder, haben wir wieder 50 Gramm Protein, 10 Gramm Kohlenhydrate und 15 Gramm Fett. Damit jetzt keiner verwirrt ist oder sich wundert, man muss dazu sagen, ihr werdet es am Ende nur sehen, dieser Plan ist auf Carb-Cycling ausgelegt. Du hast variieren, also die Kohlenhydrate variieren an den Tagen verschieden von der Menge her. Deshalb sind jetzt teilweise in den Mahlzeiten so wenig Kohlenhydrate drin, weil das dann on top kommt sozusagen. Das sagen wir euch zum Schluss dann. Aber es hat jetzt wegen der Kohlenhydratmenge verwirrt. Jetzt. Nur, dass die Leute schon mal wissen, was sie erwartet. Das ist jetzt hier der niedrige Tag. Genau. Und dann hat er noch einen hohen Tag und die wechseln immer ab. Und du erklärst uns dann noch, warum du das mit ihm so machst. Dann haben wir jetzt die Vortrainingsmahlzeit und da benutzt du zwar ein Eiweiß aus der Milch, das Whey-Protein, gibst ihm dann aber keine Milch dazu, sondern Mandelmilch. Also es kann ja dann nicht der Grund sein, dass man keine Milchprodukte essen darf, sonst wird er auch keinen Weg kriegen. Warum kriegt er denn die Mandelmilch? Das ist auch wieder ein Punkt. Mit dem Klaus arbeiten wir seit Jahren zusammen, die Kinder mittlerweile. Und in der Off-Season ist, er macht wirklich sau auf Diät und deswegen, er mag einfach eine Mandelmilch, er trinkt die lieber als die normale Milch und das ist der einzige Grund. Und es spricht, es gibt nichts, wo man sagt, du darfst jetzt keine Mandelmilch trinken statt der normalen Milch. Da gibt es nichts. Und deshalb ist das auf keinen Fall. Nur nicht, dass die Leute denken, ui, da darf der kein Milchprodukt. Er hat ja das Whey sowieso. Und er hat ja Frischkäse und alles Mögliche. Also das ist eine Geschmacksvorliebe. Genau. Genau. Und jetzt haben wir ja beim letzten Mal schon versprochen, wir gucken auch noch mal so ein bisschen, was supplementiert wird. Bis jetzt haben wir ja nur in Anführungsstrichen, uns um die Omega-3-Versorgung gekümmert, die auch extrem wichtig ist. Und jetzt gucken wir mal, was man vor dem Training alles so kriegt, wenn man so ein Bodybuilder ist mit einem leistungsorientierten Ziel. Was gibt's da? Genau, also hier haben wir Kollagenhydrolysat, Arginin-Citrullin, Taurin-EAAs. Das muss natürlich die meisten wahrscheinlich bekömmlich ist, es EAAs. Da haben wir auch dazu geschrieben, die Einnahme ist auch während dem Training möglich. Manche mengen das halt gerne. Ich meine, ich habe ja auch sehr viele verschiedene Geschmäcker von den EAAs und das Wasser. Ich bin jemand, die trinke nicht gerne Wasser, so blöd, wie es anhört. Und dann ist es natürlich immer fein während dem Training, wenn man da ein bisschen was in dem Wasser drin hat. Das kann man während dem Training trinken und macht natürlich auch Sinn. Vielleicht auch wenn die Trainingseinheiten vielleicht ein bisschen länger sind. Und dann haben wir ja Taurin. Das sind jetzt nur die anderen drei Supplements, sind jetzt so Supplemente, wo ich sage oder wo wir sagen, dem kommt schon eine höhere Wichtigkeit dazu.
Das gehört zur Motor. Taurin, gerade bei Leuten, die halt oft mit Muskelkater zu kämpfen haben. So ein bisschen Muskelkater gehört ja meistens dazu. Aber wenn dann manchmal der Muskelkater doch ein bisschen mehr ist, dann kann man den Muskel schützen mit den verzweigkettigen Aminosäuren, die ja in den ERAs drin sind, sind ja Bestandteil, und dem Taurin. Dann hat man nach dem Training weniger Muskelverletzungen, damit auch weniger Schmerzen. Arginin Citrullin ist mein absolutes Pre-Workout-Sub. Geht jetzt um meine eigene Erfahrung. Ich brauche vom Training kein Koffein nicht. Ich brauche vom Training keine brutalen Booster nicht. Aber Arginin Citrullin ist was bei mir immer hilft. Also selbst wenn ich auf Hardcore-Wettkampf-Diät bin, kriege ich, gut, dann nehme ich halt dann ab und zu das Doppelte, was man immer soll. Aber ich kriege immer einen brutalen Pump. Und das funktioniert einfach. Ich habe gestern ein Bild von der Franzi geschickt gekriegt. Und dann habe ich gesagt, das sieht ja gut aus. Und dann sagt sie, ja, warte mal, da habe ich gerade Arginin Citrullin genommen. Ich habe auch noch eins ohne Pump. Ja, das ist man, so. Auch bei einer Bikini-Athletin sieht man den Unterschied. Wirklich den Unterschied. Wir geben das auch dir, also ich habe vor in Madrid und auf die Arnolds, habe ich vor dem Aufpumpen, beim Aufpumpen Arginin Citrullin genommen. Also das geben ja unseren Mädels auch, bevor sie rausgehen, müssen sie so ein grausliches Getränk trinken. Die meisten schüttelt es ja. Ich habe auch schon manchmal die Vermutung, die stellen es vielleicht irgendwo hin. Aber wenn man es trinkt, merkt man den Unterschied. Ja, man merkt wirklich. Es ist wirklich, also ich meine das Kollagen. Warum es mir jetzt nimmt, mein Hauptgrund, ist zum Beispiel Stärkung von Gelenkstrukturen, von Sehnen, gut für Haut, Haare. Ja, also ich sage immer in dem Falle vor der Belastung, weil es direkt in die belasteten Strukturen, eben Sehnen, Knorpel, Gelenkstrukturen eingebaut wird unter Belastung, deswegen auch vor dem Training. Und die andere Geschichte, die liegt halt daran, weil die menschliche Ernährung sich bei uns so arg verändert hat. Früher hat man das ja alles mitgegessen, diese Bindegewebsstrukturen, also Knorpel beim Hähnchen zum Beispiel, oder auch die anderen, diese Flexen, die es im Fleisch so gibt. Und heute gibt es ja nur noch Filet, Hähnchenbrust, und die anderen Teile vom Hähnchen, die schicken wir ins Ausland und so weiter. Also ja. Und dadurch kommt es eben so zustande, dass in unserer Ernährungsweise das Bindegewebe, dass die Bindegewebsstrukturen zu wenig zugeführt werden. Und dieses Kollagenhydrolysat, das ist ja noch gespalten mit Enzymen. Und dadurch entstehen so bioaktive Substanzen, die dann noch zum Beispiel Knochenreparatur fördern. Und das ist ein Unterschied zu Gelatine, die mit Säure gespalten wird, wo diese Strukturen eben nicht entstehen. Also das lohnt sich wirklich, wenn man auch zum Beispiel Sportarten macht, wo man weiß, dass immer irgendwelche Hautstellen geschädigt werden, weil man zum Beispiel Bandagen trägt oder keine Ahnung. Das weiß man zum Beispiel auch von Reitpferden, da wo der Sattel immer aufliegt, dass man damit Kollagen solche Hautschäden vorbeugen kann. Das sind ganz viele wichtige Sachen, die man damit machen kann. Man könnte natürlich auch wieder wie früher alles vom Tier mitessen. Ja. Nichts wegwerfen. Das wäre mir zum Beispiel. Ja, das war das Sinnvollste. Aber da ist wieder der Punkt, ganz kurz noch. Das ist wie, natürlich ist es, wenn das jetzt jemand macht, um Gottes Willen, das ist hochlöblich. Ja. Aber das ist wie, wenn man zum Beispiel dann, wenn mir jemand kommt und sagt so, ja, Sebastian, jetzt in der Planung, da muss ich gar kein Fisch essen, weil ich so der Lachs. Und dann ist es halt einfach so, also erstens muss man einmal schauen, wo kommt der Lachs überhaupt her? Wie wird der gefordert? Ja, wie wird der gehalten? Und dann braucht mir keiner erzählen, dass er jeden Tag ein Lachs isst. Also in der Menge, wo das auch dann enthalten ist, zum Beispiel die 57, wo es jetzt in der Kapsel sind. Und dann noch die Zubereitungsart, wenn er gebraten ist, dann ist er rausgeflossen, das Fett. Ja, das also da kommt das einfach zu ungenau. Das ist immer alles die Theorie, aber macht sich das Leben nicht schwerer, wie es ist. Ja. Genau. Okay. Genau. Und dann machen wir sauberes Training. Dann ist nämlich die Nachmahlzeit. Und die schaut ähnlich aus wie die Pre-Workout-Mahlzeit, wie die vorm Training. Nur zum Beispiel haben wir jetzt da statt Haferflocken haben wir jetzt hier diesen Hip-Reis oder hochmolekulare Maisstärke. Genau, je nachdem, ob er auf Diät ist oder ob er genug Kalorien hat. Wenn man genug Kalorien hat, kann man das direkt in flüssig machen, hochmolekulare Maisstärke, das Kohlenhydrat, mit dem man eine große Menge immer noch isoton, also schnell durch den Magen ins Blut bringt, wenn er gerne was Festes essen möchte, weil er auf Diät ist oder weil er an dem Tag, wo er wenig Kohlenhydrate hat, dann isst er vielleicht lieber den Hip. Zum Beispiel könnte man einfach diesen Reisbrei nehmen, kann man das Whey-Rei da, ein bisschen Wasser mit rein, und kann man die Banane dazu. Dann hat man so einen richtig schönen so einen Reisbrei. Schmeckt total geil. Also finde ich. Natürlich kann man auch den Shake separat trinken. Und also es gibt 100 Möglichkeiten.
Aber das genau. ist auf jeden Fall. Vor allem, weil das Whey natürlich einen Geschmack hat. Also das ist irgendwie. Das wäre jetzt der Zeitpunkt auch fürs Kreatin und Glutamin. Müsste man eigentlich sagen, am besten dreimal am Tag, aber das ist ja auch alles eine Preisfrage. Aber wenn man vielleicht dreimal 5 Gramm nimmt, statt dreimal 10 Gramm Glutaminpeptid, dann tut man seiner Darmflora was Gutes und Glutamin Darmgesundheit, haben wir ja schon öfter mal besprochen, ist das ist die Basis für alles andere. Genau. Und da muss man kurz mal an den, ganz kurz in den Punkt noch Dinger, Glutamin und so weiter, wegen dem preislichen muss man sich gleich selber fragen, okay, brauche ich jetzt unbedingt diesen Booster oder investiere ich mein Geld wirklich in was, was mir wirklich was bringt? Okay. Aber ich meine, in so, man kann ja zum Beispiel auch das Koffein, was ja im Sport eine, also wirklich eine gut wirkende Substanz ist, vom Training auch extra dazu nehmen. Da hat man ja auch das, was ein Booster macht, nämlich die bessere Koordination, Nerv-Muskel-Koordination, mehr Kraft und kann auch eine bessere Leistung bringen, kann man ja extra auch dazu nehmen, muss man ja nicht ein Gemisch nehmen, von dem man jetzt gar nicht mehr die einzelnen Substanzen zuordnen kann. Also wäre noch eine Idee für Pre-Workout. Ja, und jetzt kommen wir ja wieder zur Abendmahlzeit und da hast du ja mal gezeigt, wie es in Wirklichkeit aussieht. Es gibt ja nicht nur einen Menüvorschlag, da gibt es ja dann verschiedenste und hier haben wir dann Huhn, Fisch oder Rind. Ja, kann man halt aussuchen. Da haben wir die typische Mahlzeit wieder. Die schaut ja ähnlich aus wie die Mittagsmahlzeit. Ja, Hähnchen, Brokkoli, Avocado, nehmen wir nicht. Walnussöl, Olivenöl und ein Vollei. Also im Eigelb zum Beispiel haben wir ja auch das Cholesterin und die gesättigten Fette. Und da müssen wir ja gucken, wir müssen ja die Hormonsynthese irgendwie in Gang halten. Und man weiß das eben, wenn man sich sehr niedrig Fett ernährt. Also es kommt aus einer Zeit, wo man früher immer gesagt hat, man darf keine gesättigten Fette essen, um Gottes Willen. Und da hat man den Leuten die gesättigten Fette weggenommen, den Männern, und hat die ausgetauscht gegen mehrfach ungesättigte und Ballaststoffe. Weil die mehrfach ungesättigten sollen ja so gut sein und die Ballaststoffe sind ja auch gesund. Da hat sich dann aber leider gezeigt, dass die auf einmal einen abgesunkenen Testosteronspiegel hatten. Das lag nicht an den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Im Gegenteil, die brauchen wir auch für die Testosteronsynthese, aber das lag einfach daran, dass der Gesamt Fett, die Gesamtfettzufuhr runtergegangen ist, Cholesterin und gesättigte Fette, das sind nun mal die Bausteine, aus denen Hormone gemacht werden. Und wenn man die wegstreicht und gegen Ballaststoffe ersetzt, aus einem Ballaststoff hat man noch nie ein Hormon gebastelt. Ja. Ja. Deswegen, also Fette muss man in die Ernährung einrechnen. Und wir zählen ja die Omega-3-Fettsäuren oder die, also aus dem Fischöl, die zählen wir ja nicht mit, das haben wir letztes Mal ja schon erklärt, weil die ja Bausteine sind. Aber immer auch auf die Gesättigten gucken. Also nicht alles nur über Pflanzenöl und Fischöl machen. Ja. Auch mal ein bisschen richtiges Fett essen. Richtiges Fett. Schmalz. Eine Schmalz. Die nächste Mahlzeit, Betthupferl. Mahlzeit vor dem Schlafen gehen. Ganz klassisch Casein. In Form von Magerquark natürlich kann man einen Casein-Shake bringen. Ja. Das ist halt das auch, was die Datenlage hergibt. 30 Gramm Casein. Macht über Nacht ein Wunder. Also, ich will nicht übertreiben, aber das ist schon, wäre schon super, wenn das noch drin wäre. Ja. Genau. Und hier haben wir bei Männern ja das Problem eigentlich nicht so mit den Nüssen, wenn da mal eine Nuss mehr reingeht, weil, keine Ahnung, wir sind ja hier in der Kalorienzahl, da kann eine Bikini-Frau sich eine ganze Woche von ernähren, so ungefähr. Wenn da mal eine Nuss mehr oder weniger reingeht, ja, mein Gott. Betupfer-Saps, 10 Gramm Glutamin, also da haben wir jetzt wieder das Glutamin drin, ja. Magnesium, Calcium, Vitamin D3, K2, Vitamin C, Zink. Das sind jetzt die, wo wir sagen, denen weisen wir halt eine höhere oder entsprechende Wichtigkeit zu. Natürlich gibt's da genau, da muss man halt mal gucken. Also wenn man sehr viel Milchprodukte isst dann, und Fleisch natürlich, dann braucht man sicherlich nicht noch Calcium extra supplementieren. Bei Magnesium, da die meisten sollten da schon supplementieren, ganz besonders deswegen auch, weil sich ja Trinkmengen in unserem Sport etabliert haben, die ja jenseits von Gut und Böse sind. Habe ich heute erst wieder in einem Ding gelesen. Ja. 20 pro 20 Kilo ein Liter. Ja, dann kann man nur beten, dass man nicht über 60 Kilo wiegt, weil ansonsten kriegen wir ein echtes Problem mit der Ausschwemmung von Mineralien. Ja, also ich muss sagen, ich gucke diese Empfehlung einmal raus, tatsächlich, aber eben nicht für eben, also wenn jetzt jemand 120 Kilo wiegt und der trinkt, pro 20 Kilogramm Liter, dann 6 Liter. Das ist erstens kein schönes Leben, also kein schöner Alltag. Das ist ungesund. Und zweitens spülst du deine Sachen aus. Da kann man auch nochmal ein Video machen, was sollte man trinken, wann sollte man es trinken und wie viel. Ja, gut. Auch mal ganz spannend. Und bei dem Vitamin D,
da sollte man unbedingt einen Spiegel messen lassen, habe ich aber nie gesehen. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen war der in schwindelerregenden Höhen. Wahrscheinlich ein Laborfehler, aber das hat mich schon schockiert. Nachher war der wieder im Normalbereich, aber im ersten Moment denkst du ja doch, okay, was ist denn da schiefgelaufen? K2, das müsste man, es wirkt ja auch auf die Blutgerinnung, also das sollte man auch nicht einfach so supplementieren, sondern allerhöchstens, wenn man sehr, sehr, sehr viel Kalzium supplementiert, damit das Kalzium auch da ankommt, wo es ankommen soll und nicht in den Geweben liegen bleibt, unter anderem auch in den Blutgefäßen. Aber es gibt keinen Grund, zwingend jetzt Vitamin D in großen Mengen zu nehmen, ohne den Spiegel zu kennen, und dann noch auch noch Vitamin K2 dazu zu nehmen. Also das sind beides fettlösliche Vitamine, die werden im Körper eingelagert. Also da muss man schon auch ein bisschen aufpassen mit den Empfehlungen. Ja. Nicht wahllos reinstopfen. Na, ja. Das ist immer wichtig. Und beim Zink ist genau das Gleiche. Da ist halt so, das hängt von der Ernährung ab, ganz klar. Und deswegen überprüfen wir ja auch die Ernährung, bevor wir so einen Ratschlag geben. Und je mehr Kalorien man isst, desto geringer ist die Notwendigkeit, sowas zu supplementieren. Je weiter die Kalorien absinken, desto schwieriger wird es, alle lebenswichtigen Inhaltsstoffe mitzuessen. Genau. Und bei Vitamin C, das ist ja eins auch von den Antioxidantien, da kann man sehen, wenn das Training spät abends liegt, das wäre ja bei Ihnen praktisch der Fall, dann kann man nochmal diese überschießenden freien Radikale damit wegfangen. Machen ja viele, Cortisolsenkung und freie Radikale wegfangen. Also schadet vielleicht nicht, aber ansonsten sollte man aufpassen mit Radikalfingern. Lieber aus der Ernährung kriegen. Und wenn man Brokkoli isst, zum Beispiel, wenn er das gemacht hat, da aus seinem Plan, und ab und zu nochmal ein bisschen Beerenobst dazu, dann ist er da, glaube ich, auf einem guten Weg. Sagen wir unten, Gesamtkalorien 3100 und 4000. Das sind die zwei verschiedenen Tage. Einmal dieser Low-Carb-Dog mit 200 Gramm Kohlenhydrate und einmal der High-Carb-Dog mit 450 Gramm Kohlenhydrate. 6 Fette sind im Bereich von 90 bis 100 Gramm. Das ist für. Genau, das jetzt, sorry, ist auch ein Fehler. Das muss ja 10 Gramm heißen, nicht 1 Gramm, weil ich meine 25 Gramm Walnüsse, glaube ich, genau. 1 Gramm. Und warum machen wir das? Ich sage mal so, also für einen Klaus jetzt zum Beispiel ist es schon eine höhere Kalorienzahl, ja, also zu einer Off-Seasoner, aber er braucht es einfach, um einfach die Qualität jetzt dazu zu bringen, um einfach auch effektiv jetzt irgendwie im Aufbau was zu erzielen, erreichen. Und die einzige Aktivität, die er hat, ist halt das Training. Ja. Das heißt, wenn er mit Training frei hat, dann kurz passieren, dass er halt gar nichts macht. Damit wir, wenn jetzt zum Beispiel jeden Tag seine 400 Kohlenhydrate essen darf, dann passiert halt mal schnell, dass man auf gefüllte Speicher Kohlenhydrate isst, wo sie dann, ich sage mal, eher zu Fetteinlagerungen führt. Natürlich spielt die Kalorienbilanz immer in erster Linie eine Rolle. Und um das praktisch zu vermindern, dieses Risiko, haben wir eben diesen Low-Carb-Dog und diesen High-Carb-Dog, dann ist das Ganze immer unterschiedlich und das Risiko, dass das eben passiert, auf bereits volle Glykogenspeicher, Kohlenhydrate zu essen, wird dann doch eliminiert. Genau, sitzende Tätigkeit, also keinerlei intensive Belastung außerhalb des Trainings und deswegen das Risiko minimieren. Ist einer der möglichen Ansätze, wie man das machen kann. Ansonsten müsste halt mit deutlich weniger Kohlenhydraten pro Tag auskommen. Ja, es ist natürlich ein bisschen abwechslungsreich. Es ist aber so, dass sie vielleicht unterbewusst darauf freut. Ja. Manche freuen sich auf den Low-Carb-Dog, manche freuen sich auf den High-Carb-Dog. Spielt letztendlich keine Rolle. Hauptsache, es funktioniert. Jeder Plan ist einmal nur so gut, wie man selber aus, wie man selber sich damit, ja, wie man sich selber damit identifizieren kann. Ja. Er ist zum Beispiel jemand, der Klaus, der fragt nicht noch, der fragt nicht, warum muss ich jetzt auch noch 200 Gramm Quark essen, der macht es einfach. Aber wenn bei uns im Coaching ist das so, wenn jemand das interessiert, dann gibt man die Antwort. Weil wenn er es wissen möchte und er weiß nicht, dann wäre es jeden Abend Dinger, warum muss ich die 200 Gramm Quark essen? Genau. Wenn ich weiß, boah, Martina Olesch hat mir erzählt, da gibt es einige Studien, die sagen, 25, 30 Gramm Casein vom Schlafvergehen erzielt die optimale Versorgung für Muskulatur, dann gehe ich die ganze Sache ganz anders rum. Weil dann weiß ich, hey, genau. Und wenn man dann noch sagen kann, der und der Athlet, der die Deutsche gewonnen hat, der hat es auch gemacht und hat funktioniert, dann ist das vielleicht eine Kombination, die super gut funktioniert. Genau, der Kopf macht viel aus. Pass auf, wir haben es vergessen. Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so schlecht heute, Martina. Also, ich habe es bereitgestellt, aber bei mir sagt es 23 Minuten. Dann gehe ich mal so. Aui! 14 war der Plan. 14 war, aber besser wie letztes Mal. Letztes Mal war bei 30. Ich besser uns. Ich will einfach da. Okay. Okay, passt, Leute. Wir sagen Danke. Also, wenn ihr da irgendwelche Anregungen habt, schreibt es uns drunter. Gebt uns ein Feedback. Wir freuen uns. Wir erfüllen die Wünsche sofort. Machen wir. Also.
Schönen Abend. Habe ich gerne.